I'm gonna love you. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Willkommen zu einer weiteren Folge The Forest Creative. Heute bauen wir die Ultra-Mega-Falle XXXXXXL, meine Freunde. Ich habe mir was überlegt, gebt euch diese Idee. Glaubt mir, ihr werdet am Ende auch noch sehen, die ist TÜV geprüft von Mika. Also die funktioniert, ich zeig's euch auf jeden Fall auch noch. Und ansonsten, ja Leute, was geht ab? Ihr hattet mega Bock, ihr rastet so aus und ich weiß, wir haben nicht Sonntag, aber ich dachte mir, komm, wieso nicht? Wenn ihr so gehypt seid, dann bin ich das auch und ihr wisst ganz genau, dass das so ist. Und ich habe mich nochmal die ganze Nacht hingesetzt, ich bin schon wieder vollkommen am Ende, aber Leute, bitte... Hier ist die neue Folge, wir bauen die Falle. Im Hintergrund läuft jetzt alles und zwar setzt ihr als erstes 3 Fallen von den Happy Birthday Traps, keine Ahnung genau wie die heißen, die halt hochschnacken, so dass ihr in der Mitte ein kleines Rechteck habt, wo ihr noch sitzen könnt. Dann platziert ihr an jede dieser Ecken eine dieser Fallen, wo die mit den Beinen drin hängen und nach oben gezogen werden. Den Eingang ist wichtig, dass ihr den so leicht schräg macht und nur, dass ihr in der Hocke durchkommt, weil wenn ihr im Stehen durchkommt, kommen auch die Gegner durch. Werdet ihr gleich noch verstehen, wieso. Ich erkläre es euch später nochmal. Dann habe ich einfach quasi mir überlegt, wie kriegst du das noch ein bisschen zu wegen den Feuerwerfern. Ihr nehmt euch die Wand und setzt einfach in die Fallen immer nur eine Wand. Also zieht und platziert die so, dass ihr nur einen Balken hinstellt. Die macht ihr dann fertig. Und dann ist an sich auch die Falle schon relativ weit und gut und stabil. Dann habe ich aber mir überlegt, wartet mal. Dann setzt ihr einfach oben noch eine zweite Schicht drauf. Und verbindet den ganzen Spaß mit dem Dach. Dann habt ihr nämlich einfach eine Falle, in der ihr drin sitzen könnt. Und die Gegner laufen ja auf euch zu. Heißt, die laufen in genau diese 7 Fallen immer wieder rein. Und ihr könnt noch aus der Mitte raus schießen. Also wenn das nicht mal eine Top-Falle ist. So, dann habe ich, wie ihr seht, ihr sitzt dann drin. Oben ist ein Dach. Das heißt, die Leute, die die Tennisbälle werfen, gegen die seid ihr auch geschützt. Dann dachte ich mir, da muss noch eine Wand hin, wenn nämlich Bälle wirklich geworfen werden, müssen wir auch richtig komplett geschützt sein. Und habe wie genau bei dem Dorf, Villager-Dorf, aus der letzten Folge einfach diese bogenartigen Steindinger gezogen. Die Vorderwand habe ich komplett zugezogen und ja, das habe ich halt einmal auch ringsrum gemacht, um geschützt zu sein. Und vom Prinzip ist halt mein Gedanke, man lockt die an, setzt sich schnell durch, geht durch, krabbelt durch das Loch, setzt sich in die Mitte, kann immer wieder alle Fallen neu starten. Man muss halt Sticks dabei haben und kann die ganze Zeit mit der Flare Gun oder Flinte oder was auch immer mit dem Bogen einfach aus der Mitte rausballern. Und die werden ja dadurch angelockt und ihr könnt einfach immer schnell auf E von der Mitte ausdrücken. Und alles ist safe. Davor habe ich mir jetzt noch so einen kleinen Stick-Holder gesetzt, damit man einfach, wenn man kurz nach vorne rennt, sich schnell wieder ein paar Sticks auffüllen kann. 10 bis 20 Stück, je nachdem, ob ihr den Stick-Bag schon habt. Und dann geht's los. Dann kann man da wieder hinrennen, da wieder ein paar nehmen, wieder schnell reinkrabbeln und weiterkämpfen. Ich empfehle euch, die Falle wirklich in der Nähe von Gegnern zu bauen, weil die funktioniert, glaubt es mir, die funktioniert. Und ja, ihr könnt dann einfach die Leichen nehmen und alle anzünden. Und ja, dann habe ich hier noch ein bisschen Deko, ihr kennt das, so ein bisschen hübsche Sachen. So, und dann war es eigentlich auch schon fertig. Das Problem ist, wundert euch jetzt bitte nicht, dass der Härtetest auf einer anderen Map ist. Ich konnte im Kreativmodus, obwohl ich die Gegner aktiviert habe, keine Gegner spawnen lassen mit der mit dem Cheat-Menü und es kamen keine. Deswegen habe ich die Falle einfach nochmal fast gleich schön nachgebaut und einfach mal im Härtetest nochmal in der normalen Welt getestet. Viel Spaß! Oh mein Gott, Leute, jetzt lassen wir mal richtig hier die Party abgehen. Ihr seht, da hinten ist die Falle. Ich habe die fast genau gleich gebaut. Ich habe nur oben diese Kreisbögen nicht mitgezogen und so, aber ansonsten habe ich die eigentlich fast genau gleich nachgebaut. So, wir lassen jetzt einfach einmal, würde ich sagen, alles spawnen. Rennen dann nach hinten in die Falle und gucken, was abgeht, Leute. Ich hoffe, die Falle hält das, was ich versprochen habe, aber wir werden jetzt gucken. Oh mein Gott, was geht hier ab? Guckt euch das an. Oh mein Gott, okay, wir haben eigentlich ein bisschen was von allem. Das Problem ist hier, ihr seht schon, ich habe das nicht richtig hingekriegt. Man kommt hier im Stehen durch, das heißt, die könnten hier reinkommen. Ihr müsst auf jeden Fall den Eingang so machen, dass man nur in der Hocke durchkommt. Das ist das Wichtigste. So, Fly-Mode und alles aus. Oh mein Gott, guckt euch an, wie viele das sind. Oh mein Gott, Leute, let's go.
Lass uns den Bogen nehmen und einfach mal testen. So, der erste hängt schon mal, das habe ich doch gerade gehört. Sehr nice. Okay, da kommt, oh, die Muschi, Cowman. Oh, tot, funktioniert, top. Oh mein Gott. Hängt der Cowman in der Falle? Okay, da hinten ist eine Muschi. Okay, komm. Ja, komm. Oh mein Gott, Leute, sie kommt. Jetzt bin ich mal gespannt. Kriegen wir sie getrappt oder springt sie vorher? Hält die Falle, was sie verspricht? Krass, Leute, die ist Matsche. Oh mein Gott, da hängt auch noch eine. Oh mein Gott, Leute, die Falle ist top. Top. Einfach nur top. Okay, lasst uns mal einmal kurz hier. Ja, ihr seht, hier hängt noch eine. Die könnt ihr jetzt eben kurz killen. Und dann auch wieder einfach neu starten. Da liegt noch einer. Okay, was geht ab? Leute, wow. Der Cowman. Leute, der Cowman ist auch weggeglitscht. Also, er ist eigentlich tot. Okay, Leute, noch einmal der letzte Test. Da hinten ist eine Virgin, ich lock sie an. Oh mein Gott. Wex, komm her. Oh mein Gott, sie kommt. Jetzt gleich, wenn sie aufhört zu burnen, müsste sie eigentlich kommen. Okay, sie kommt. Leute, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Viel Spaß beim Nachbauen. Schickt mir nochmal Screenshots oder so. Und ich würde sagen, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Peace out. We'll be right back.